Fragst du dich auch manchmal, was die beste Art zu führen ist? Oder wüsstest du gerne, welche Führungsstile es gibt? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn wenn du für ein paar kurze Minuten deine volle Aufmerksamkeit auf das Video richtest, stelle ich dir ein Modell vor mit 4 verschiedenen Führungsstilen. Also leg doch alle möglichen Ablenkungen beiseite, damit du persönlich am meisten davon hast. Das Modell, das ich dir heute vorstellen will, trennt die Führungsstile anhand von 2 Dimensionen. Die erste Dimension beschreibt die Orientierung an Ergebnissen, also wie wichtig dir die inhaltlichen Ergebnisse sind. Die zweite Dimension orientiert sich an der Person, also wie wichtig dir die zwischenmenschliche Beziehung zu deinen Teammitgliedern ist. Daraus ergeben sich dann 4 charakteristische Führungsstile. Bei einer hohen Orientierung sowohl an Ergebnissen als auch an Personen spricht man vom kooperativen Führungsstil. Dabei vereinbarst du Ziele gemeinsam mit deinen Teammitgliedern und bindest sie auch in diese Entscheidungsprozesse mit ein. Das bedeutet ein starkes Engagement als Führungskraft und kann die Motivation und Leistung in deinem Team steigern. Bei Führungskräften, denen das besonders gut gelingt, spricht man auch oft von charismatischer Führung. Doch du darfst es nicht übertreiben. Wenn du zu sehr zum Motor und Motivator deines Teams wirst, kann das verhindern, dass deine Mitarbeiterinnen sich weiterentwickeln und selbstständig werden. Beim autoritären Führungsstil steht die Orientierung an Ergebnissen im Vordergrund. Dabei triffst du die Entscheidungen als Führungskraft allein und kontrollierst auch dein Team. Das schafft dir als Führungskraft schnelle Handlungsfähigkeit, klare Verantwortlichkeiten und Kontrolle. Doch wenn du deine Autorität zu sehr ausreizt, führt das zu einem demotivierenden Arbeitsklima und zu emotionalen Spannungen zwischen dir und deinem Team. Im Extremfall wird dieser Führungsstil als diktatorisch erlebt und kann zu großer Unzufriedenheit und Widerstand führen. Deshalb ist er auch nur in Notfällen ratsam oder wenn andere Führungsstile nicht funktionieren. Wenn die Personen im Mittelpunkt stehen, spricht man vom partizipativen oder mitarbeiterorientierten Führungsstil. Dabei gehst du stark auf die Bedürfnisse deiner Teammitglieder ein und fragst sie auch nach ihren Ideen und Wünschen. Dadurch können deine Mitarbeiterinnen selbst Verantwortung übernehmen und sich persönlich weiterentwickeln. Doch du darfst es nicht übertreiben, denn ansonsten kommst du eher kumpelhaft rüber und deine Autorität leidet. Wenn du versuchst, es immer allen recht zu machen, kommt ihr zu keinen klaren Entscheidungen. Darunter leiden dann auch die Ergebnisse und das vorhandene Leistungspotenzial wird nicht ausgeschöpft. Der letzte Führungsstil in diesem Modell ist der laissez-faire Führungsstil. Dabei bestimmen die Teammitglieder ihre Aufgaben weitgehend selbst und du greifst als Führungskraft kaum ein. Das schafft eine große Entscheidungsfreiheit für dein Team und erlaubt es ihm, eigene Stärken auszuleben. Doch auch hierbei darfst du es nicht übertreiben. Wenn deine Teammitglieder noch nicht reif genug sind, selbst Verantwortung für die Erledigung ihrer Aufgaben zu übernehmen, wird sowohl die Motivation als auch die Leistung sinken. Gar nicht zu führen ist also kein Führungsstil, sondern einfach nur das Fehlen von Führung mit dem Ergebnis, dass sich Orientierungslosigkeit und Hilflosigkeit breit macht. Nun haben wir die verschiedenen Führungsstile erarbeitet. Wie du sicher bemerkt hast, ist keiner davon immer perfekt anwendbar. Vielmehr musst du dein Führungsverhalten an die gegebene Situation anpassen. Gute Führung bedeutet daher auch flexibel zu sein und jeweils den Führungsstil anzuwenden, der in einer bestimmten Situation am effektivsten. Also schau doch mal, wo deine Komfortzone liegt und welchem Stil du in Zukunft mehr Beachtung schenken willst. Du hast Ideen, Anregungen, Feedback oder Themenwünsche? Dann schreib es in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch einen Like da und abonniere meinen Kanal.